Ha, oh verdammt. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Beziehungsweise zu einer neuen Folge von Feed the Beast Ultimate. Genau, und er fängt schon wieder an auf Ja, diese man Tackling muss Area. Traditionen wahren. Ja, genau. Kennt Man man hat ja. es gerade schon gesehen und im Interface, was mir passiert ist mit F9. Wir spielen jetzt nicht mehr Tacket, wir spielen Feed the Beast und ich habe diese blöden Streifen noch drin, die muss ich mal wieder rausmachen. Hier durch Öfteres. So, jetzt hat er zwar eine neue Aufnahme gestartet, aber das ist wurscht. Die kann ich dann zusammenfügen. Wir spielen nicht mehr Tacket, sondern Feed the Beast, weil es einfach mehr bietet. Zwar ist ein Genau. bisschen was anders. Ich kann die Diamanten nicht mehr so herstellen, wie ich das wollte. Aber egal. Durch andere Sachen kriegen wir das dann Oh, hin. sorry. Ja, erstmal das Schwein schlagen und danach mich. So, auf jeden Fall fangen wir neu an. Und ich würde Genau. sagen, wir gehen erstmal hier so den Berg rauf. Wo gehst du lang? Also die Gegend sieht schon mal relativ vielversprechend aus. Vielleicht gibt es hier drüben. Na hier oben bin ich. Ja, ich hab dich schon Na gesehen. Ich komm, komme komm, hinterher. lauf, lauf, lauf. Mach hin, mach hin. Da hinten ist schon mal Wald. Ein Genau. lustiger Baum da hinten. Eine Bienenwabe. Was der da rechts, der lustige Baum oder was? Ja. Schaut irgendwie aus wie so ein Gesicht, ne? So leicht. Und daneben irgendwie links ist ein blauer. Siehst du den auch? Ja, ne? Blauer? Da drüben. Achso, der blaue. Ja, jetzt sehe ich ihn. Ja, ich habe So, gerade und nicht gerade so. hat man es schon gesehen. Tada, unser Häuschen aus Tegget ist dabei. Ja, ich habe mir die Mühe gemacht und habe das Ganze quasi übernommen. Wow. Aufpassen. Da unten geht's rein. Okay. Aber tief. Fire in a hole. Und zwar habe ich alles ungefähr so versucht, detailgetreu nachzubauen, wie es war. Und ich habe die Stelle gefunden. Der Spawn ist, glaube ich, da hinten ein paar Meter. Also ist nicht weit. Und ich habe mir gedacht, das passt ganz gut wegen dem. Windows packt wieder. Wegen dem kleinen See hier. Und dann, naja, unser Haus, das ist genau so, wie es vorher war. Wir haben uns auch keine Items dazu gecheatet. Ich kann ja mal mein Interface jetzt wieder anmachen. Sieht man, dass ich das ungefähr so wieder das habe, was ich auch schon vorher im Inventar hatte. Deine Sachen sind übrigens in der Kiste hier oben. Du hattest relativ viel Werkzeug dabei. Oben hier. Ja. Und ich weiß Oh ja. jetzt, wie dieser Destruction Catalyst, wie dieses Ding hier funktioniert. Ja, Aha. das steht sogar jetzt bei Feed the Beast da. Du brauchst Gunpowder im Inventar. Bei Tekken, bei Tekken, bei Tekkit war es Kohle oder Glowstone. Ja. Und da brauchst du anscheinend Schießpulver. So, ich habe hier ein bisschen sortiert. Ich habe auch ein paar Sachen weggeschmissen, die wir einfach, also nicht mit reingenommen, die wir zum Beispiel nicht unbedingt brauchen. Hier sind unsere ganzen Mineralien drin. Alles so ungefähr übernommen, wie wir es vorher hatten. Nicht zu viel, wahrscheinlich etwas weniger. Ja, hier auf die Kiste kann ich nicht zugreifen. Ja, weil oben drüber auch Holz ist. Da habe ich wahrscheinlich auch nichts reingebaut in die Kiste. So, hier Immer ist halt mal weg, unsere ne? Gummifarm, wenn man sich erinnert. Wir mussten ja ein Stück Berg hochlaufen, damit wir zu den Gummibäumen gekommen sind. War ein bisschen weniger, egal, habe ich jetzt ein, zwei mehr hingebaut. Kohle Unser. haben wir gar nicht, oder? Ich habe keine Ahnung. Nee, Hm, Kohle hatten wir aber in der wahrscheinlich anderen nicht. Aufnahme. Na naja, gut, egal, den gehen wir halt Egal. mal so. Ja, Viertelstunde suchen. Dann haben wir schon ein Ja. bisschen was. Hier unser Höllenportal. Das stand ja auch ein bisschen weiter weg, aber hier ist ein bisschen schlecht mit wegbauen. Ne? So ins Wasser. Ins Wasser. Höllenportal im Wasser. Wäre doch auch ganz cool. Jetzt wird schon wieder ganz abgedreht. Und unser Gästehaus ist natürlich wieder dabei, obwohl wir kaum Gäste, obwohl wir erstmal Ja, wer weiß, nichts vielleicht mit haben wir ja Gästen irgendwann mal geplant das haben. Glück. Vielleicht, da müssen wir uns irgendwo was holen. Da drüben ist relativ flach, da können die Gäste dann bauen. Und man sieht, die Sonne geht gleich runter. Wir fahren gleich ins Bett, genau. Wir gehen gleich ins Bett. Das Hotel schäbig wie immer. Ich habe es ein bisschen näher rangebaut. Auf jeden Fall, wer nicht weiß, woher das Ganze alles hier kommt, das Haus und die ganzen Rohstoffe und der wunderschöne riesige Keller. Da, da, da. Ja. Der schaut sich dann unsere, ich glaube, 28 Parts von Take It Together an. Ich habe keine Ahnung, wie viel das waren. War auf jeden Fall nicht so Genau. viel. Ja, so um die 28 müssten es gewesen sein. Ja, also ich Soweit ist glaube, er ganz 30, auf genau. 30 sind wir nicht gekommen. Nee, kurz vor der 30 waren wir. Ja. So, und jetzt komme ich nicht durch die Tür. So. Erstmal ein bisschen was. Obwohl, ich habe ja meine Axt, meine Spitzhacke, ein Schwert. Wir haben gesehen,
Er sieht man jetzt nicht bei mir auf der Minimap, weil ich die Monster und die Tiere ausgeschalten habe. Aber wir haben gesehen, es sind hier jede Menge Schweine in der Umgebung. Das heißt, wir werden uns jetzt erstmal Fleisch holen. Wenn ich treffen würde. Fleisch, ich mache mich schon mal unten beim Keller bei dabei. Okay. Ich weiß nicht, ob das nötig ist. Weil wir können dann später, wir haben schon relativ viele Rohstoffe, wir können uns dann später einen kleinen Bauer quasi bauen. Oder eine Quarry. Also entweder ja, wir aber bauen bloß, uns, wir müssen ja unten das Ding ein bisschen ausbauen. Wir wollten da ja eigentlich eine Sortiermaschine einbauen. Ja, das wird noch ein bisschen dauern, bis wir das haben. Bis dahin brauchen wir auf jeden Fall. Ja, bloß, sagen wir mal so. Ich würde empfehlen, such dir irgendwo eine Höhle, wo du, da komme ich dann auch gleich mit. Ich habe jetzt schon 15. Dann brauche ich auch noch mal Speck oder 15. Speck. Ja, Speck. Also halt hier ne? Schweinefleisch. Fleisch. Fettes Fleisch. So, was ich noch zeigen wollte, das habe ich bei der Map-Erstellung auch bemerkt, dieser Baum ist total komisch. Der sieht total komisch aus und jedes Mal, wenn man ihn anschaut oder wenn man seine Blätter anschaut, werden die blau. Kann mir einer das erklären? Jedes Mal, wenn wir, die Map neu starten, dann sind die Dinger grün und wenn wir anschauen, sind die blau. Ich weiß nicht, was bei dir ist, aber bei mir sind sie grün. Ist das der Baum? Achso, ja. Ja, bei mir sind grün. Ja, aber bei mir ist falschen Baum. Zack. Da hinten ist der. Nee. Da hinten ist ein blauer. Ich weiß, dass da ein blauer ist, aber ich stehe doch direkt da und er ist ja auch grün. Nur wenn ich raufschaue, werden die blau. Das sieht man auch hier wunderbar bei mir in der Aufnahme. Ich weiß nicht, ob du das auch siehst, wenn du rüberschaust. Auf jeden Fall werden die blau. Ja. Ich weiß nicht, was da los ist. Ich mache noch die 30 Stück voll. Was ist los? Ja, der hier ist auch blau. Ja, der ist von Natur aus blau. Solche Bäume gibt's ja. Oder war das so? Achso. Wo sind wir denn jetzt gestartet? Weil da hat's so ausgeschaut, ob man sich da gut in den Berg reinbauen könnte. Das war da hinten. Lass uns da mal hingehen, dann könnte man vielleicht da anfangen, irgendwie ja, eine Mine anzulegen, oder? Ich gehe nochmal schnell was essen. Ich habe noch 5 Fleisch dabei. Ja, aber so kann ich schon mal gleich die 28 Stück in den Ofen reinhauen. Achso, ja, mach. Hast du nebenbei Schweine gefarmt? Jawohl. Hier oben rüber war halt über den Berg, ne? Ja. Zack, Ofen. Ein Holz hier rausnehmen. Schauen, wo man hier am besten runterkommt. Obwohl, ich werde erstmal Holzkohle machen. Schau mal da lang. Mach erstmal 3 Holzkohle, damit wir ein bisschen was haben. Dann man hältst du davon, wenn wir uns irgendwann mal hier durch den Berg einfach einen Weg durchbauen, einfach gerade durch. Können wir machen. Wenn wir nicht immer über den Berg rüber müssen, weißt du, einen kleinen Tunnel durch und fertig. Das können wir machen, ja. Irgendwie bin ich jetzt hier gerade in einer ganz anderen Ecke. Ach, da ist sie. Ja, hat schon gut. Ja, passt. So, dann kommt das letzte Stück Holzkohle. So, und jetzt. Oh, geht schon gut los. Halt andersrum. Ein paar Blöcke weggeklopft, schon wieder das erste hier. Und die kriegt man halt überhaupt mit der Steinspitzhacke weg? Ja, normalerweise schon. Kupfer kriegst du weg. Ja. Und Teddy, sagen wir mal da den Eingang, oder? Na, erstmal das bitte. Unser Generator, unser Messer. Eine kleine Vorhalle oben, weißt du? Ja. Und dann. Hier rein. Kann der schon mal Energie produzieren? Nochmal was essen. So. Und dann würde ich sagen, ich nehme mal ein Crafting Table mit. Nehmen wir mal so für 15. Ein bisschen Holz kannst du mal mitbringen. Ja, habe ich im Inventar. Gut. So. Ich warte noch auf ein Fleisch. Und ein paar Fackeln. Ah ne, da brauchen wir Kohle wieder für. Fackeln habe ich noch auch. Okay. Das ist dann, sagen, dann machen wir hier nämlich diesen, sagen wir mal so, hier so eine kleine. Ach, hier ist Steak drin. Gut, okay, dann komme ich sofort. Okay, gut. Brauche ich nicht mehr warten, so kann der Ofen erstmal. Weil dann bauen wir uns hier so eine kleine Vorhalle, die bauen wir vorne zu mit einer Tür, weißt, damit wir zur Not da auch nachts oben in der Vorhalle uns aufhalten können und da vielleicht sogar noch 2 Betten reinstellen irgendwie. Ja. Wenn wir farmen und so und kriegen mit, es ist Nacht, wir können nicht rausgehen, damit wir da übernachten können, weißt. So. Und ab da runter. Oh, das tut jetzt weh.
Ja, ich hab's gehört. Okay, hier willst du anfangen. Okay, Ja. wunderbar. Weil mit den Rohstoffen, die ich dann jetzt farmen tue, bauen wir dann gleich vorne zu Ich mit habe Stein. vorhin irgendwo eine Höhle gesehen. Ich weiß gar nicht, ob das hier war oder ob das vor dem Berg war. Vor dem Berg wäre natürlich auch praktisch. So direkt vor der Kannst du mir Haustür. mal ein paar Fackeln bitte hier lassen? Na klar, guck mal hier. Hier ist eine Höhle. Gleich mal Kohle gefunden. So, Fackeln kommen geflogen. Also ich habe es aufgenommen. Okay, dann bin ich Jawohl. dran. Dann gehe ich mal kurz in die Köhle rein, ja. In die Höhle und hole mir Kohle. Mach das. Lass mal weg. Oh, nee. Die Türen waren ja zwei hoch, ne? Stimmt ja. Ja. Oh, hier schon wieder Ah. Skelette hier, meine liebsten Freunde. Okay, hier geht's nicht weit rein. Glas haben wir jetzt noch nicht, ne? Ich weiß es nicht, ich glaube aber eher weniger. Ich hätte jetzt hier diesen kleinen Special eingebaut wieder. Kennst du mir her? Naja, so, Wow. dass wir halt hier so ein kleines bisschen Tageslicht in der Hütte haben, weißt Ich habe Monazit gefunden. Was auch Monazit. immer das sein soll. Wollte ich gerade fragen, weißt du, was das ist Ich weiß es leider nicht. überhaupt? Ich kenne mich jetzt in Feed the Beast auch noch nicht so gut aus. Ich weiß Ah. die Grundrezepte, die Grundsachen, wie man sich damit und damit Strom herholen kann und was man da und da bauen kann. Ah. Aber sonst weiß ich auch nicht ganz so viel. Du Also bist zum gerade Beispiel so was. halbwegs über mir. Ja, ich habe es bemerkt. Ich laufe auf dem Berg rum. Ja. Und hier unten war die Höhle, Also hier unten genau. Die habe ich gesucht. kannst du auch, wenn du willst, gleich dein Crafting-Table mit reinstellen. Weil der kleine Vorraum, der ist Guck irgendwie jetzt mal, schon was ich hier relativ gefunden groß. Und Diamanten? habe. Ja, richtig große Höhle. Wow, was ist das? Die ist direkt vor unserer Haustür. Die geht auch tief rein. Ah ja, ich sehe dich Da sind schon zumindest. relativ Zwar nicht auf der viele Karte, aber Rohstoffe. zumindest deinen Namen sehe So, kann ich. ich nicht aufnehmen, den Dings. Es sind hier Quarzkristalle, muss ich auch noch schauen, was man mit denen machen kann. Aber die spenden einerseits Licht und die sind relativ oft zu finden. Und hier haben wir Uranium, das kennt man ja schon aus Ticket. Ananium? Ah, guck mal, Ja, es das. geht mal wieder mit den schlechten Witzen weiter. Naja, so wie man es gewohnt ist aus dem tollen Ticket. Genau. Together. Habe ich Aluminium gefunden. Das ist noch ein Quarzkristall. So. Ich könnte jetzt mal Holz und so gebrauchen. Ja, sofort. Du hattest ja gesagt, du hast was. Du wolltest es mir schon rüberbringen. Hast es aber Ich leider bin auf dem Weg. Ich bin auf dem Weg. noch nicht gemacht. Hetz mich nicht. Jetzt. Schaufel, hast du da eine irgendwie zufälligerweise gerade? Ja, nee, habe ich nicht. Gut, Nein, dann baue Schaufel habe ich ich keine. das bisschen Erde mit der Hand ab. Weil ich will das von innen so gestalten, dass es von innen halt von den Wänden Noch eine her Höhle. gleich ausschaut, weißt? Was machst du denn dann da jetzt? Also, was bezweckt das, was du jetzt hier da unten baust? Weil ich habe jetzt zwei wunderbare Höhlen vor unserem Haus gefunden. Die kann man sehr gut verwenden. Ja, ist ja okay. Aber man kann ja hier, sagen wir mal schauen. Vielleicht findet man dann hier auch was. So, ich gehe weiter farmen. Ja, mach das. Weil hier. So, wir sollten uns aber nicht zu lange aufhalten mit dem Farmen, weil sonst wird es so wie in dem Tag It Together, dass wir erstmal nur Minecraft-Sachen machen. Und das ganze Feed the Beast-Zeug komplett vergessen. Ja. Ja, sagen wir mal so. Ja, natürlich brauchen wir Rohstoffe zum Anfang, um das überhaupt zu realisieren. Aber naja, mal schauen. Kommt darauf an, wie lange wir jetzt heute aufnehmen. Genau. Juhu, und Kupfer gefunden. Und Zinn. Wunderbar. Zieh.
Das sind ganz wichtige Rohstoffe.